Bing hat's gemacht. Ihr Lieben, Dienstag, 18 Uhr, ihr seid richtig hier im Sony Web Talk. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seht mich heute hier senden aus Stuttgart. Ich bin hier in so einem cozy Apartment, hatte heute ein Shooting hier und ja, morgen geht's wieder nach Hause. Aber heute haben wir was ganz Spannendes für euch. Wir haben einen Fotografen, der mal ganz klein angefangen hat und jetzt eine Agentur mit hunderten Fotografen führt. Und wie er das gemacht hat, das wird er uns nachher erzählen. Bevor es da gleich reingeht mit dem Nils, möchte ich euch wie immer an dieser Stelle das Sony Pro Support Team vorstellen, beginnend mit dem wundervollen Oliver. Hallo Oliver, ich grüße dich vor deinem, da ist er wieder, vor seinem wundervollen Orangensafttisch. Ja, hi Steffen, ich freue mich auch mal wieder wirklich mit Bild und Ton sichtbar zu sein. Also das letzte Mal war es ja leider dann etwas, zumindest ist nicht ganz optimal, aber heute spannendes Thema, wie ich finde. Also ja, Reisefotografie, aber vor allem Eventfotografie. Also der eine oder andere weiß es vielleicht, dass ich, bevor ich bei Sony angefangen habe, selber in dem Bereich mal unterwegs war. Und der liebe Nils war ein alter Kollege von mir. Von daher freue ich mich auf jeden Fall besonders auf diesen Talk heute. Und ja, letztendlich die Regeln sind wie in den letzten Wochen auch. Also wenn ihr Fragen habt, nutzt die F&A-Funktion. Stellt Fragen sowohl an Nils als auch an uns. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß heute in den nächsten 60 Minuten. Danke, mein lieber Oliver. Ja, und da unten die F&A-Funktion, da findet ihr sie. Also wenn ihr Fragen habt an den Nils, aber auch rund um Sony-Produkte, dann immer rein damit. Wir haben ein großes Team und an zweiter Stelle heute aus dem Sony Pro Support möchte ich euch natürlich Sergey vorstellen, beziehungsweise, was heißt vorstellen, muss man ihn gar nicht mehr. Bekannt wie ein bunter Hund da in Köln. Hallo Sergey. Ja, hi Steffen. Freut mich, dich wieder zu sehen. Heute bin ich auch mal im Homeoffice. Mal was zur Abwechslung. Ich bin auch total gespannt auf den Talk. Wie gesagt, der Werdegang von Nils ist sehr interessant. Eben angefangen von einem kleinen Partyfotografen, sage ich mal, jetzt zur Agentur mit hunderten von Fotografen, die er führt. Von daher bin ich gespannt, was er zu erzählen hat, aber auch auf die Bilder, die er bei seiner Reisefotografie macht. Von daher gebe ich gleich wieder zurück an dich. Danke, lieber Sergey. Ja, auch Sergey sitzt an den Tasten rund während dieser Sendung und der Letzte im Bunde, unser Michael, neu im Team. Und ich freue mich, Michael, dass du die Pilotenrolle jetzt so langsam übernimmst. Ja, genau. Damit ich euch gut hören kann und ihr mich, ja, bin ich hier im als Einziger auch tatsächlich im Büro. Einer muss ja die Stellung halten. Und ich werde dann mit den anderen ein bisschen mit moderieren in der F&A-Funktion. Sehr aber schön. Für also, mich noch eine neue Funktion, deswegen mal gucken, ob es klappt. Ja. Na klar. Ja, Nicola ist heute, ich weiß gar nicht, wo sie ist, wahrscheinlich wieder irgendwo auf der Welt, auf irgendeinem Event oder muss irgendeinen Vortrag halten oder so. Aber sie lässt ganz lieb grüßen, da bin ich mir sicher. Will ich mal so schlank, bis Michael, bis später. Da will ich mal schlank überleiten. Der Nils Krüger heißt er, hat irgendwann mal ein Event fotografiert, das hat ihm so viel Spaß gemacht, dass er das zweite fotografiert hat und das dritte und das vierte und irgendwann kamen so viele Anfragen, dass es alleine nicht mehr wuppen konnte. Und ja, heute hat er wahrscheinlich die größte, ich habe noch nie gehört, dass es eine Agentur gibt, die größer ist als 600 Leute und seine ist größer. Also angeschlossen ist natürlich nicht alles festangestellte Fotografen, aber über 600 Fotografen tummeln sich da in seinem Portfolio und hören auf sein Wort und das finde ich sehr beeindruckend und wie er das Ganze handelt, wie das aufgebaut wurde und was er heute so fotografiert, das wird uns jetzt selbst erzählen, lieber Nils, ich freue mich, dass du bei uns bist, komm rein hier in unseren kleinen Wochenchat, da bist du. Hallo Nils, ich grüße dich. Wow, danke für diese Ankündigung, das war ja wirklich sehr charmant und ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen eingeschüchtert von der Stimme von Michael, der hat ja eine Fernsehmoderator-Stimme, also wow, großes Lob auch dafür, Tonqualität. Der hat ja irgend so einen Saft, den trinkt er vorher immer, so wie diese Helium-Luftballons nur andersrum. Der Moderator-Saft, ja, sozusagen, den baue ich auch. Nils, ich habe es gerade gesagt, so, aber eigentlich, also gibt es irgendeine Agentur, die mehr Fotografen bündelt als du? 660 ist schon ein ordentliches Wort. Ich denke schon. Es gibt viele, viele Netzwerke da draußen, die behaupten, sie hätten Zehntausende Fotografen hier in Deutschland. Ich weiß allerdings nicht, wer das sein soll, weil so viele berufliche Fotografen kann es eigentlich gar nicht geben. Und wir selektieren da schon sehr, sehr hart. Also bei uns kommen wirklich nur die Pros rein,
die wirklich Ahnung haben und entsprechendes Equipment und auch nett und höflich sind. So. Und deswegen sind wir jetzt aktuell bei so knapp 660 Leuten. Ich habe auch noch einen ganzen Batzen Bewerbungen, die da quasi mitmischen wollen. Aber Stück für Stück gucke ich mir natürlich alle an und werde mit den Leuten sprechen, weil ich will wirklich nicht jeden bei uns aufnehmen. Mir ist es wichtig, dass die Leute auf jeden Fall gut kennenlernen. Ich bin eben so schon ein bisschen dir zuvor gekommen und habe erzählt, so ganz locker, du hast da mal ein Event fotografiert und heute hast du eine Riesenagentur. War das wirklich so einfach oder gibt es da noch ein zweites Geheimnis? Ja, also das ist eigentlich eine ziemlich lange Geschichte. Das ist jetzt schon so 19 Jahre her. Ich habe damals noch in Berlin gewohnt. Mittlerweile bin ich ja auch Kölner. Und damals haben wir in Berlin Partys organisiert. Also ganz klassisch Hip-Hop-Partys. Wir hatten so ganz kleine Clubs uns gemietet für 200, 300 Leute. Damals nannte sich das Dirty Beats. Das war unser Party-Label. Und ja, ich war, glaube ich, der Einzige bei uns im Veranstalterkreis, der wirklich einfach eine Kamera hatte. Damals tatsächlich auch eine Sony. 2,7 Megapixel, also ein richtiges Schmuckstück auf jeden Fall. Mhm. Und ich habe dort die Fotos geschossen und die waren alles andere als gut, muss ich sagen. Und ja, aber ich habe es halt gemacht und wir hatten dann irgendwann diesen Zeitpunkt, da kam der Oliver zu uns in den Club und meinte, ob er hier Fotos machen kann. Und es ist nicht der Oliver Hage hier aus unserem Sony-Team, sondern ein anderer Oliver. Und der hatte auch die Sony damals gehabt, die, ich glaube, die 717 hieß die oder 707, das war so eine längliche. Und ja, wow, die Fotos waren ein Kracher. Also das war gut belichtet, da hat man Farben im Hintergrund gesehen, man konnte sogar Leute drauf erkennen auf den Bildern. Das war bei mir noch nicht der Fall. Aha. Und der hat mir dann gezeigt, wie man richtig fotografiert. Ja. Und dann ging es los. Ja. Der Oliver hatte so ein Partyportal, nannte sich Berlin for Fun. Und dann, ja, das war so mein Einstieg in diese Partyfotografie. Also erst natürlich auf meinen eigenen Partys, später dann auch bei anderen Veranstaltern auf dem Event. Und dann nahm das so seinen Lauf, ja. Und wie hat sich das damals finanziert? Ich kann mich erinnern an so Zeiten, weil ich das auch mal ein, zwei Mal gemacht habe. Ich erinnere mich, dann lädst du die Bilder irgendwo auf so ein Bezahlportal und die Gäste können dann sich Bilder runterladen und bezahlen. Oder war das bei dir, dass der Veranstalter pauschal... Das war alles noch viel vereinfacher damals. Damals gab es halt die Internetseite. Die Fotografen haben kostenlos gearbeitet. Ich glaube, mein erster Job war für Eintritt und zwei Getränkebons. Also das war, damals war man noch blutjung und hat sich auch gefreut, dass man auf die Partys durfte. Hm. Und es war natürlich auch eine gute Kontaktmöglichkeit, um seine eigenen Partys zu promoten. Und ja, später gab es dann auch schon mal 7,67 Euro für einen Abend. Und wirklich, also 15 D-Mark waren es umgerechnet. Beeindruckend, ja. Wer die Währung noch kennt. Aber da ging es mir auch gar nicht ums Geld. Also es war wirklich Spaß, Fotos machen, unterwegs sein. Man war ja schließlich immer auf den angesagtesten Partys unterwegs. Das war echt eine coole Sache und das habe ich jahrelang gemacht. Später habe ich dann tatsächlich bei diesen Partyportalen auch gearbeitet. Also ich habe mich da einstellen lassen und war dann quasi Vollzeit-Partyfotograf und habe mich da so ein bisschen auch um den Vertrieb von den ganzen Kooperationen gekümmert, weil später dann auch die Veranstalter natürlich diese Fotos wertschätzen lernten und haben dann auch für die Fotos bezahlt. Die Wertschätzung, du sagst es gerade so, die haben die Bilder wertschätzen gelernt. Ging es denn darum, neue Partys zu bewerben mit den alten Fotos? Oder, ja, das Prinzip war tatsächlich ziemlich praktisch für beide Seiten. Also wir hatten halt dieses Portal, um die Fotos zu zeigen. Wir konnten dort andere Partys promoten, gegen Werbung, gegen Geld natürlich. Und die Veranstalter haben das genutzt, weil die Fotos natürlich sehr beliebt waren. Also man konnte ja dann später gucken, hey, war ich auf der richtigen Party an diesen Wochen oder war ich auf der falschen? Ah. Und die Zugriffszahlen waren natürlich gigantisch. Also da waren tausende von Klicks auf die Bilder. Mhm. Und das war einfach eine super Quelle, um sich zu informieren, wo man denn halt am Wochenende hingehen sollte oder vielleicht auch nicht hingehen sollte. Mhm. Und ja, das war sehr, sehr erfolgreiches Konzept. Und irgendwann hast du dich nicht mehr zerteilen können, hast gemerkt, da ist eine geile Party, da ist eine geile Party und dann ist eine Party in Köln, eine in Berlin, eine in München und dann hast du dir gesagt, hey, der Dautz, da kann ich ja nicht überall sein, da brauche ich noch jemanden. Ja, so ähnlich. Also wir haben ja durch unsere eigenen Partys ja tatsächlich auch Sponsoren gehabt, damals noch Bacardi und Fiat, die haben uns auch mal ein Auto vor die Party gestellt, das sah ganz cool aus. Aber wir haben dann tatsächlich Fotos gebraucht für unsere Sponsoren, damals Jack Daniels und Bacardi. Und die Bilder habe ich dann tatsächlich geliefert mit meiner coolen Sony-Kamera. Ich konnte ja tatsächlich da in diesem dunklen Club auch gute Bilder machen. Das konnten die damals scheinbar nicht.
Und ja, dann kam noch das eine zum anderen und die fragten dann, Mensch, kannst du nicht mal in dem Sage Club Fotos machen und kannst du nicht mal dorthin? Und die Aufnahmen habe ich dann natürlich gemacht, gegen Geld auch sogar. Mhm. Und dann ist man quasi in diese B2B-Sponsorendokumentation reingekommen. Ne? Da waren ein paar Promis auf den Bildern, die Leute mit den Getränken. Und dann wurde man immer weiterempfohlen, weil man da schließlich auch einen guten Job gemacht hat. Und dann kam die Marke dazu und die Marke dazu. Und das war viele Jahre lang mein Business. Meine Arbeitszeit war eigentlich immer so von 21 bis 3 Uhr. Da habe ich dann quasi fotografiert und tagsüber saß ich im Büro, habe meine Kundenanfragen für das Partyportal bearbeitet. Von da habe ich auch noch die ganzen Augenränder, glaube ich. Wollte gerade, ich habe sie gesucht, aber nicht gefunden, du Lügner. Ja, du siehst aus wie ein junger Gott. Das ist nur ein Filter, ist alles grau. Direkt aus der Schönheitsfarbe. Da ist nicht eine Augenring irgendwie bei dir. Ich kann dir das gar nicht glauben. Oder du hast dich da vor Jahren zurückgezogen, kein Alkohol, nur noch Gemüse. Und das ist auf jeden Fall zu empfehlen, das sollte man sowieso machen, ja. Ja, und dann durch diese Partys, wie gesagt, die Business-Kontakte sind gewachsen und die haben mich dann fleißig gebucht, auch für andere Veranstaltungen. Dann geht es auch langsam so ein bisschen in die Richtung Konzerte oder mal tagsüber ein Event fotografieren. Und dann kam irgendwann Nike auf mich zu, sollte ich dann so ein Nike-Running-Event fotografieren, das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich für Nike Location-Fotos geschossen von den ganzen Stores und man kommt da halt immer so wie so ein Stück weiter, ja. Mhm. Und letztendlich habe ich das ein paar Jährchen gemacht und dann waren die Kontakte so groß und so intensiv, dass wirklich jeden Tag ein Job anstand oder manchmal auch 2, 3. Aber bevor man das dann irgendwann nicht mehr machen kann, habe ich mir ein Team zusammengestellt. Und mit den Leuten arbeite ich heute noch zusammen. Ah, cool. Okay. Und dann ist das gewachsen. Schöne Grüße an Tim und Markus an der Stelle. Die werden wissen, wen ich meine. Auf jeden Fall waren die von Anfang an dabei. Und das ist jetzt, glaube ich, das muss 2015 gewesen sein, also vor 7 Jahren, genau. Vor 7 Jahren habe ich angefangen, die ersten Jobs zu vermitteln an die Leute. Und ja, mittlerweile sind wir halt 660 in ganz Deutschland. Ja, aber das sind alles Freiberufler, ne? Also jeder arbeitet für sich und stellt dir hinterher eine Rechnung. Und sozusagen, ja. Ist sogar noch ein bisschen bequemer für die Fotografen, also Rechnung schreibt dir keiner mehr. Aber ja, vom Prinzip her ist das ein Freelancer. Ach, hast du auch so einen Honorarrahmenvertrag oder so? Habe ich auch bei einigen Agenturen. Da kriegst du einen Honorarrahmenvertrag und dann schütten die einfach aus einmal im Monat. Dann schütten so. Einfach aus, ja. Man weiß auch gar nicht, wo das Geld herkommt. Ja, genau, das läuft genauso. Es wird automatisch bezahlt. Und wir versuchen da den Fotografen auch eine Menge Arbeit abzunehmen, dass wir da schnell die Gelder auszahlen können. Ja, aber man kennt es ja selber, nicht jeder Kunde zahlt im Rahmen der Zahlungsbedingungen. Hm. Aber ja, das machen wir jetzt mittlerweile für die ganzen hunderte Leute da draußen. Mhm. Magst du mal ein paar Bilder zeigen? Also wir quatschen hier schon wieder eine Viertelstunde, ohne dass wir ein Foto gesehen haben. Ich bin immer so, mich interessieren immer so die Geschichten dahinter. Das finde ich immer wahnsinnig spannend. Ja. Natürlich, Fotos will ich auch immer sehen. Jetzt stelle ich es mir natürlich schwierig vor. Du hast da jetzt hunderte von Fotografen. Natürlich, der Kunde sitzt irgendwie, bleiben wir mal bei dem Beispiel, irgendein Alkoholanbieter oder so macht eine Promo in 20 Clubs oder in 100 Clubs in Deutschland und erwartet Fotos. Und jetzt müssen die ja zumindest eine gleichbleibende Qualität haben oder einen gleichen Look oder irgend sowas. Wie stellst du das denn sicher? Ja, interessante Frage. Das fragen uns die Kunden natürlich auch immer. Wir haben da ein ganz ausgeklügeltes System. Also wir schauen uns natürlich Fotografenportfolios an. Und klassifizieren die Leute. Ja. Also wir schauen, wer hat welchen Style, wer kann was fotografieren, weil nicht jeder Fotograf kann alles oder will halt auch alles fotografieren. Es gibt ja Leute, die wollen halt unbedingt Hochzeiten fotografieren. Es gibt aber auch genauso viele Fotografen, die wollen es halt nicht. Ja. Und wenn man sich die Bilder mal genau anschaut, dann erkennt man auch gewisse Überschneidungen in so einem Fotostil. Ja. Und es gibt ja viele Leute, die haben halt einen sehr coolen Bearbeitungsstyle, manche eher so ganz klassisch, manche eher so ein bisschen hip und ausgefallen. Und das kann man so ein bisschen gruppieren, sage ich mal. Ja, und dann können wir natürlich an den Vorgaben des Kunden die richtigen Leute raussuchen. Und wenn wir schon einmal ein Event fotografiert haben für denjenigen, dann können wir auch jemand anders in einer anderen Stadt genauso finden und sagen, hey, der ist genauso gut dort. Ja, und gebt ihr dann dem Fotografen auch mal so ein bisschen Richtung und sagt, hier, guck dir mal an, wie das bisher so, wie der Look ist, kannst du das so ein bisschen in die Richtung drücken? Ja, klar. Also klar, es gibt immer so Guidelines, es gibt aber auch Kunden, denen es vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Und gib mir mal so, zeig mir mal, oder kannst du ein bisschen über die Guidelines sprechen? Das würde mich mal interessieren. Also keine schiefen Bilder, keine nackten Ärsche oder was?
Naja, das ist ja wirklich Clubgeschehen, von dem du gerade sprichst. Es gibt natürlich bei B2B-Geschäften oder bei B2B-Events andere Vorgaben. Ja, da gibt es ein Timetable, was soll jetzt fotografiert werden. Und wenn da zum Beispiel ein Speaker auf der Bühne steht bei der Konferenz, ja, dann kann man den ja auch nur fotografieren. Da gibt es jetzt gar nicht so viel Unterschied, was man da anders machen kann. Das ist jetzt vielleicht bei einer Studiofotografie ganz anders. Und da gibt es ja die Vorgaben vom Lichtequipment, von den ganzen Einstellungen her. Ja, also wenn wir Studioarbeit haben, da ist das Briefing in München genau das gleiche wie in Köln oder in Berlin. Und bei einer Eventfotografie ist es, glaube ich, eher das Timetable, was da notwendig ist, damit man die richtigen Bilder abliefert, also von den richtigen Momenten. Und Bildbearbeitungstechnik, klar, wenn es den Kunden schon bei uns gibt, dann können wir natürlich Beispielgalerien zeigen, damit jeder weiß, okay, soll ich denn eher so die Standardlinsen nehmen oder kann ich hier 85 und 50 mm auspacken, was natürlich eine viel schönere Bildästhetik am Ende ist. Ja, zeig doch mal ein paar Bilder, damit wir mal ein bisschen sehen, wo die Reise hingeht. Ich habe jetzt Bilder von mir selber rausgesucht, ja, die ich damals selber fotografieren durfte. Damals heißt 2013, oder habe ich gerade richtig gesehen? Also hier ist sogar noch schlimmer, 2010, September, Live-Demo. Das war auch einer meiner Lieblingskunden damals. Die haben in Berlin große Konzerte gespielt mit Party. Und das war immer so eine Mischung aus Bühnenfotografie und klassische Partyfotos. Da gab es halt unglaublich coole Acts, die sie meistens eingeflogen haben. Es gab halt einen VJ, einen Lichtjockey, die haben dann gutes Bühnenlicht auf die Beine gestellt. Da konnte man halt auch wunderbar schöne Fotos machen. Mhm. Und durch diese Konzertkontakte bin ich tatsächlich dann auch zu Sony Ericsson gekommen. Die hatten dann mal so ein Konzert mit Joy Denalani. Dann habe ich für Nokia N-Series Fotos gemacht, dann für Universal Music. Und das war ganz gut. Also es war echt eine gute Grundschule, sage ich mal, für die Fotografie. Als jemand diesen Herrn hier noch kennt, 2010, Fede Legrand, das war ein Event in Hamburg, haben sie mich auch extra hingeschickt, da ging auch richtig die Post ab, der hatte damals so ein One-Hit-Wonder gelandet. Okay. Dann ging es auch natürlich ein bisschen ruhiger zu, ist hier für den Kunden Porsche, ich versuche es nochmal größer zu machen, aber klappt irgendwie nicht. Seht ihr das denn? Ja, wir sehen es. Ja, super. Ich habe jetzt gar nicht mehr die hochauflösenden Bilder hier zur Hand gehabt, aber das sind dann so typische B2B-Events. Ja, da gibt es einen Sektempfang, da wird vielleicht ein neues Modell vorgestellt oder hier ein ganz altes Modell. Und die Veranstalter, in dem Fall Porsche, wollen ja dann so ein bisschen Dokumentation haben. Ja, wer war da? Wie sah das aus? Wie war die Stimmung? Welche Programmpunkte gab es? Und da werden halt diese Events fotografiert und den Gästen und dem Veranstalter im Nachhinein zur Verfügung gestellt. So, was haben wir hier noch so Schönes? Nochmal ein schönes Konzertbild, auch von der Live-Demo. Dieses Bild, genauso wie dieses Bild, ja, das war für Schwarze Dose, das war so ein Energy-Drink. Mhm. Ich werde diese SMS nicht vergessen, die mir der Kunde geschickt hat. Das war ein Event in Berlin, in einer Bar 1000, also so ein angesagtes Kneipen-Diskothek. Na, Diskothek ist falsch, ist ja ein kleiner Club. Und da war es meine Aufgabe, coole Typen mit dieser Dose zu fotografieren und in der Verbindung mit diesem Licht hier hinten, also dieses runde Ding hier im Hintergrund, das ist quasi so eine 3 Meter große Lampe in der Bar gewesen oder 4 Meter. Und das war so ganz typisch für diese Bar. Und ja, ich bin den ganzen Abend rumgesprungen, habe die wild fotografiert und dann war halt dieser Typ da, der die Dose eingegossen hat. Natürlich hat er mit der Kamera so ein bisschen gespielt bei mir. Und da ist dieses Bild bei rausgekommen. Und ich habe dieses Bild zusammen mit diesem Bild dem Kunden geschickt, in der Nacht noch, und meinte, die Fotos kommen morgen. Und ja, darauf hat er geantwortet, ja cool, passt so, mehr Bilder brauche ich nicht. Ja, und das war so ganz typisch, weil manchmal geht es in der Fotografie gar nicht darum, 1000 Bilder abzuliefern, sondern die Bilder. Also das eine Bild oder die 2 besten Bilder. Und das werde ich nicht vergessen. Also hier habe ich für 2 Fotos meinen Job erledigt gehabt quasi. Und da war ich sehr stolz drauf in dem Augenblick. Aber das muss jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her sein. Also 2012 vielleicht oder so, ich weiß es gar nicht. Damals hat man sich, ist verrückt, wenn man, also ich habe damals bei 12, ich kann mich erinnern, in Düsseldorf immer in den Rudas-Studios fotografiert. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, noch nicht. Die Rudas-Studios, und da gab es ein Event, da war ich auch jeden Freitag, habe ich das fotografiert. Fresh Music Live hieß die Band oder das Konzept, das Partykonzept. Ja. Und es erinnert mich gerade so dran, das muss auch 2010, 2011 oder so gewesen sein, 2009, 2007, so irgendwas in dem Dreh. Und wenn ich das so sehe, denke ich,
keine Sau. Da gab es doch diese ganzen, ich will nicht fotografiert werden, Quatsch und so, auf einer Party. Gab's alles nicht. Alle Leute fanden es cool, wollten Foto, wo kann ich das Foto haben und so. Und man hat sich da nicht geschert. Heute ist es sehr viel schwieriger, oder? Wie läuft das bei euch? Kommt ganz drauf an. Also auf den Business-Events gibt es ja tatsächlich immer Hinweise, dass die Leute fotografiert werden und wo die Fotos zu finden sind. Das ist ja Pflicht mittlerweile. Und hat die Sache natürlich nicht einfacher gemacht. Jeder kennt seine Rechte. Und die Leute, die natürlich da ein Problem mit haben, die werden auch die Fotografen nach wie vor ansprechen. Ich finde es aber okay, wenn jemand nicht fotografiert werden will, dann soll er das uns bitte mitteilen. Die Fotografen kennen das ja und berücksichtigen die Wünsche natürlich auch. Das ist wichtig. Nicht jeder möchte überall zu sehen sein. Und gerade nachts, wenn man dann vielleicht, ich meine, stell dir vor, du bist Lehrer, hast einen schönen Longdrink in der Hand und bist in 2 Stunden gerade feiern gewesen, es ist 3 Uhr morgens. Dann wirst du dann fotografiert und dein Foto ist dann auf irgendeiner Webseite zu sehen, wovon du nicht weißt. Und dann sehen das die Eltern von deinem Kind und oh, da ist mein Lehrer. Und naja, ich glaube, das gibt dann vielleicht nur so ein bisschen Trouble. Muss ja nicht sein. Ja, also ich finde es schon okay, wie das alles geregelt wird mittlerweile. Aber die Leute wissen genau, wenn man da so ein Fotoapparat in der Hand hat, dann macht er offensichtlich Fotos. Und die macht er nicht für sich selbst. Also frage ich den mal, wo die Fotos sind. Und wenn ich damit nicht einverstanden bin, dann sage ich ihm das. Ja. Und es klappt gut, ja, also klappt nach wie vor. Wie viel Events fotografierst du denn, oder nicht du, die Agentur, deine Fotografen so im Jahr im Moment so? Oh, also meinst du vor Corona oder nach Corona? Ja, nehmen wir mal, also so, was normal ist so, so vor Corona, ja. Also vor Corona muss es so um die 400 gewesen sein. Wow. Ja, also im Monat, ja, das ist schon relativ viel. Dann kam Corona, dann waren es ungefähr so 2 im Monat. Ja, also wir haben dann ganz schön Däumchen gedreht in der Corona-Zeit, haben uns aber dann auch andere Bereiche gesucht, wo wir dann Aufträge herbekommen und unsere Fotografen über Wasser halten können. Es war auch eine echt schlimme Zeit. Es haben viele Leute sich bei uns gemeldet und meinten sie, hey, ich muss mir einen anderen Job suchen, es geht nicht mehr, ich kann nicht, ich kriege die Hilfen nicht ausgezahlt oder was auch immer. Und da haben wir dann auch mit anderen Bereichen wirklich angefangen. Also Immobilienfotografie ist ein absoluter Renner. Da machen wir auch diese 360-Grad-Bilder oder mit Matterport. Wir machen sehr viel im Bereich Business-Porträts, Mitarbeiterfotos. Also haben uns da deutlich breiter aufgestellt. Das hat uns auch während Corona eigentlich alles finanziert, was wir so vorhaben. Und ja, jetzt kommen quasi die Events gerade wieder zurück. Jetzt brummt es natürlich doppelt. Schön. Das heißt, wir haben personell gut aufgestockt, haben auch neue Fotografen wieder aufgenommen und suchen auch nach wie vor noch weitere Leute. Ich wollte gerade fragen, was mache ich denn, wenn ich jetzt bei euch aufgenommen werden will? Muss ich dir was zuschicken, soll ich ein PDF fertig machen oder guckst du dir die Webseite an? Wie läuft das? Teils, teils. Also wichtig erstmal wäre natürlich für dich, Stefan, von dir weiß ich, dass du aus MacPom kommst. Von daher eine gute Sache, weil da gibt es gar nicht so viele Fotografen. Du, ja. Du kannst dich sehr gerne bei uns bewerben, ja, findest du bei uns auf der Webseite. Ja, natürlich, ich brauche deine Webseite, ich gucke mir deine Arbeiten an, wenn du ein Portfolio zusammenstellen könntest, wäre natürlich sehr hilfreich und dann können wir gerne mal darüber sprechen, wie wir dich bei uns integrieren oder andere Fotografen bei uns integrieren. Wir haben echt genug zu tun und würden die Arbeit auch gerne auf andere Leute verteilen, weil das ist für jeden was zu tun. Ja. Ich muss aber fairerweise noch was ergänzend dazu sagen, wir kriegen, glaube ich, 60% aller Bewerbungen aus Berlin. Und ich brauche in Berlin leider wirklich niemanden mehr, weil ich glaube, ich habe so viele Leute in Berlin, ich brauche eher doch noch mehr Aufträge denn für Berlin. Hm. Aber ja, Berlin ist scheinbar ein großes Pflaster für Fotografen. Das ist eine coole Stadt. Da gibt es immer viel zu tun. Sinn und Zweck der Übung ist natürlich nicht nur die große Anzahl der Kunden zufriedenzustellen, sondern auch vor allem die ganze Reiserei und dieses ganze, das, was ich hier umherjetten nenne, mal eben nach Stuttgart für einen Tag und wieder zurück und dann nächste Woche oder 3 Tage zu Hause und dann wieder nach München und so. Also Sinn und Zweck ist natürlich, dass du die Jobs auch am Ort, am Wohnort des Fotografen irgendwie generierst. Genau. Also bei uns ist es so, wir wissen ja, wo unsere Fotografen wohnen. Wir wissen ja auch, wo der Auftrag stattfinden soll. Und das bringen wir natürlich zusammen. Ganz normales Pairing und dann wird natürlich geschaut, welcher Fotograf hat dann die notwendigen Skills oder die Interessen, sage ich mal. Ja, nicht jeder Fotograf will eine Hochzeit fotografieren und nicht jeder Fotograf kann Business-Events fotografieren und da guckt man schon sehr, sehr genau hin. Nicht, dass dann der Food-Fotograf zum Immobilien-Shooting kommt oder zum Immobilien-Shooting der Fotograf, der sonst nur Events fotografiert, das funktioniert dann vielleicht gar nicht. Ja. Hm.
Ja, du hast gerade gesagt, Berlin ist überdurchschnittlich. MacPom hast du gesagt, da geht noch was. Wo sind denn noch Orte, wo du sagst, da könnte man noch Leute gebrauchen? Ja, eigentlich überall. Also desto ländlicher, desto besser eigentlich für uns, weil in den Großstädten gibt es immer genug Leute. Desto ländlicher ist eigentlich für uns taktisch am sinnvollsten. Aber natürlich ist es für die Fotografen da draußen ländlich immer taktisch unklug, dort zu wohnen, weil die Wirtschaftslage natürlich sehr gering ist. Und da gibt es dann eher weniger Aufträge. Ja. Das merkt man auch, wenn man auf Fotografensuche geht. Das machen wir auch. Also wir akquirieren auch Fotografen, um die bei uns aufzunehmen. Da sieht man sehr häufig, dass die in diesen ländlichen Regionen dann sich eher auf so Familienfotografie spezialisieren, Newborn, Babyfotografie. Das scheint immer ein Thema zu sein, desto ländlicher das wird. Und diese ganze Business-Event-Fotografiererei, Mitarbeiterfotos sind dann eher so Themen für die großen wirtschaftlichen Standorte, ja. So Das Ingolstadt heißt zum aber, Beispiel. wenn ich es jetzt so höre, mach doch mal deine Webseite bitte auf. Bist du ja jetzt überall. Also das Ding hat sich ja jetzt sozusagen von der reinen Partyfotografie so weit entwickelt, dass du mittlerweile nicht nur Partyfotografie machst, sondern auch ganz andere, also Ja. Businessfotografie zum Beispiel. Durchaus, durchaus. Ja. Also ich bin damals 2015 auf eine sehr große Reise gegangen, für ein halbes Jahr, wurde dann gut vertreten von meinem damaligen Kumpel und immer noch Kumpel Sebastian, klar. Der hat dann quasi angefangen, die Jobs zu vermitteln an die Kollegen aus dem Team, die wir schon hatten. Und das hat er natürlich nur für Berlin damals gemacht. Und ja, mittlerweile ist das halt ein bisschen größer. Also wir haben hier so eine kleine Europakarte drin, haben dann so ein paar Punkte reingesetzt. Aber wir haben natürlich noch viel, viel mehr Punkte. Ja. Also wenn du jetzt heute einen Fotografen brauchst in Rom oder in Barcelona, dann würdest du den bei uns auch finden für deine Projekte. Okay, aber dann reden wir hier über Immobilien, Party, was machst du noch? Ja, also wir haben viele Bereiche schon ein bisschen ausprobiert. Ich sag mal so, die Kerngeschäfte bei uns sind tatsächlich alles im Bereich Architektur und Immobilienfotografie. Also wenn jemand quasi Häuser kauft oder verkaufen will, sind die Kunden bei uns sehr, sehr gut aufgehoben. Da machen wir auch dieses ganze Thema mit den 360-Grad-Rundgängen, 3D-Rundgänge, Matterport. Die Drohnenaufnahmen gehören mittlerweile auch fast als Standard dazu, gerade für die Leute, die Häuschen verkaufen wollen. Und Virtual Home Staging ist auch ein Thema, also wo man quasi digitale Möbel in die Fotos reinsetzt. Also man glaubt gar nicht, wie häufig es mittlerweile gemacht wird, dass aus einem leeren Foto ein volles Foto wird, wie das hier zum Beispiel. Okay, cool. Ja. Das ist schon ziemlich geil. Und wenn man mal genau hinschaut, fällt es dem Auge, glaube ich, sehr, sehr schwer zu erkennen, dass das gar kein echtes Foto ist. Also das Foto als Grundlage ist ja das echte, aber die Möbel hier sind komplett digital. Cool, Wahnsinn. Wir haben auch andere Bereiche, so Porträt habe ich noch angesprochen, Produktfotografie. Wir haben auch eine Abteilung für so Corporate-Aufnahmen. Das sind dann die etwas größeren Werbefotoaufträge. Das sind so die Ergebnisse, die, sage ich mal, bei uns dann rauskommen können. Und da versuchen wir natürlich auch Fuß zu fassen, aber da mischen wir natürlich mit all den wirklich talentierten Werbefotografen hier in Deutschland. Ja, die haben es auch schwer genug. Die haben es selber Ja, schwer genug. die haben selber schwer genug, genau, aber natürlich muss jeder gucken, was er kann und an welche Kunden er wie rankommt. Natürlich wollen wir hier in die aktive Vermarktung gehen und für unsere Fotografen auch Aufträge gewinnen. Und das machen wir hier mittlerweile sehr, sehr gut. Ja, der Vorteil für Kunden ist natürlich, er hat einen Ansprechpartner. Er hat, auch wenn er jetzt größere Sachen plant in unterschiedlichen Orten, muss er nicht zig Fotografen suchen und auswählen. Das machst du für ihn. Das ist schon sehr, 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 sehr clever. Und wenn die Kunden die Fotografen auch nochmal haben wollen, wenn die gut waren, dann kriegen sie die auch nochmal. Also Ja. jetzt hier nicht so ein Einmal-Ding, sondern wie gesagt, wir arbeiten mit den Fotografen sehr, sehr lange zusammen. Hier mit Tim und Markus habe ich vorhin, glaube ich, schon genannt. Es ist jetzt schon das 7. Jahr. Wir Cool. wachsen quasi auch mit unseren Fotografen. Ja, und dieser Sebastian, der hatte mich da tatsächlich damals sehr gut unterstützt, wo ich auf Reisen war. Und da habe ich dann so meine Reisefotografie-Leidenschaft erkannt. Da konnte ich dann meine Sony Alpha 7, die ich dann damals mir angeschafft habe, auch mal voll auskosten. Und seitdem habe ich die immer noch. Und die Ja. funktioniert. Du hast früher auch, das haben wir jetzt, da sind wir noch gar nicht eingegangen. Ich will mal so ein bisschen dich auch nochmal in die Richtung ziehen. Reisefotografie gemacht viel, ne? Das heißt also, da gab es auch ein Instagram oder gibt es einen Instagram-Account, der sehr gut läuft, lief, Lief, lief. läuft. Nee, läuft, glaube ich, nicht mehr, aber er lief auf jeden Fall gut.
Und da gab es einen wirklich einen fantastischen Moment. Und das Foto habe ich natürlich auch hier schon mit rausgesucht. Das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Zeig doch mal ein bisschen deine Reisebilder, weil wir müssen das sowieso gleich mal über dein Equipment reden. Wenn ich jetzt parallel, darf ich dir trotzdem Fragen stellen. Ne? Also gibt deine Fotografen da in der Liste, deine 660 Leute, denen gibst du denen vor, womit sie zu fotografieren haben? Also ich meine jetzt nicht die Marke, sondern es muss Vollformat sein und du musst blitzen können oder wie läuft das? Ja, genau. Also Vollformat ist eigentlich schon Pflicht. Ja? Also wenn man hier in dieser Profiliga mitspielen möchte, dann muss man auch Profi-Equipment haben. Die meisten, ich würde sagen 99% der Leute haben Vollformatkameras. Wie viele davon jetzt Sony sind, wie viele Canon sind, das kann ich euch gerne mal in einer ruhigen Minute durchschicken. Aber an für sich ist das auf jeden Fall notwendig, gutes Equipment zu haben. Ja, also desto schlechter die Lichtverhältnisse, desto mehr Equipment braucht man ja auch. Ne? Also Festbrennweiten, schöne Blendenöffnungen, Blitzequipment, mobiles Blitzequipment, wenn man auch unterwegs quasi mal ein Studio aufbauen muss beim Kunden. Ja, das müssen die Leute dann schon haben, wenn man dann so eine Jobs auch machen möchte. Aber hier zu deiner Reisefotografie, da hast du auch irgendwie in den mittleren oder Anfang 2000ern angefangen oder wann war das? Also ich habe eigentlich nur auf meinen Reisen fotografiert. Ich habe damals die 2013 die erste Reise gemacht. Da hatte ich noch die Sony RX1R. Das ist die habe ich auch noch, die ist ja geil. Ja. Diese mit dem 3518 drauf. Genau, 2.0 war das. 2.0, genau, 35.2.0. Ich habe die leider verkauft. Nee, ich habe die immer noch. Ich finde die ziemlich lässig. Die hat so ein Pancake 35.2.0. Ich habe die 2 sogar. Die hat 42 Megapixel und einen unglaublichen Dampf. Also ich mag die. Nee, also, ich musste die verkaufen, weil ich wollte mir ja die Sony Alpha 7 kaufen. Und dann habe ich dann die verkauft. Ich ärgere mich heute noch drüber, weil die ist wirklich, die war einfach ein schönes Format. Die war halt klein, konnte man überall mit hinnehmen. Die war super. Und damit bin ich damals auf die Chile-Reise gegangen, 4 Wochen in Chile. Da habe ich jetzt keine Bilder rausgesucht. Aber hey, die waren unglaublich gut, die Fotos. Und jetzt mittlerweile mit der Sony Alpha 7 bin ich quasi 6 Monate unterwegs gewesen. Wir haben in China angefangen. Und sind dann quasi immer südwärts runter bis nach Neuseeland gereist. Und da sind ein paar schöne Bilder bei rausgekommen. Und das hier ist zum Beispiel in Neuseeland, Castle Point. Ich fand es damals den schönsten Leuchtturm überhaupt, den ich so auf meiner Reise gesehen hatte. Ja, und hier hatte ich einfach die Kamera aufgestellt, Langzeitbelichtung. Mhm. Und hier mal diesen Leuchtturm fotografiert. So, der Oswald fragt hier schon, was sind denn so deine wichtigsten Tipps für Reisefotografen? Viel mitnehmen, schweres Equipment, möglichst 6 Kameras, Zoom-Linsen. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass zu viel Equipment richtig blöd ist, weil ich bin jemand, der sehr gerne auch mal auf Berge klettert oder Bergwandern geht, heißt es ja neuerdings. Das heißt, man klettert oder man läuft 6, 7, 8, 10, 12 Stunden irgendwelche Sachen nach oben und ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich da nur 10 Gramm zu viel bei habe. Also desto weniger, desto besser. Hier ist zum Beispiel ein Zoom-Objektiv im Einsatz gewesen, das 2405. F4, genau. Ja. Und das Ding ist auch unglaublich scharf überall. Also ich mag das richtig. Und vor allem hast du halt einen super Allrounder die ganze Zeit dabei. Mhm. Aber wenn man so Sterne fotografieren will, ist es vielleicht nicht komplett optimal, weil man nicht genug Weitwinkel hat, um den Himmel abzudecken. Aber für so eine Aufnahme ist es top und ich habe das eigentlich immer dabei, wenn ich auf Reisen gehe. Ja, das ist eigentlich eine schöne Reisezoom, klingt immer so böse, ne? Aber es ist eigentlich so ein Objektiv, was so viele Brennweiten abdeckt. Ja, unter Reisezoom höre ich dann meistens sowas wie Blende 4, 5 bis 6, 3 und dann ja, irgendwie sowas, 400 Millimeter. Um und Gottes Willen. 300 Gramm trotzdem. Würde ich nicht empfehlen. Und dieses 2405, das ist einfach wirklich, das ist ein guter Mix. Ja, da hast du wirklich alles und kannst schöne Aufnahmen machen. Kannst es auch als 50 mm nutzen, hast eine schöne Freistellung. Also ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Cool. So, hier mal nächstes Bild. Müsste man nochmal gucken, wie die Insel genau heißt. Ah, hier oben steht es ja, Skellig Island. Das war so ein Ausflug in Irland. Und
vom Boot aus geschossen. Da sind dann Hunderte von diesen Möwen gerade rumgeflogen und das alles, was da so ein bisschen weiß auf diesem Felsen ist, das ist tatsächlich auch kein Schnee. Und ja, fand ich auch sehr schön, diese Aufnahme. Cool. So. Das waren noch Zeiten, ja. Was waren noch Zeiten? Ich sage, das waren noch Zeiten, als man so auf Instagram, also ich kann mich an diese Art, also mittlerweile ist ja das Look und Feel bei Instagram hat sich ja geändert, weißt du? Ja, total. So. Und ich kann mich erinnern an, ja, das sind so die Anfänge von Instagram, als diese Art von Bildern so tierisch durch die Decke ging auch. Ja, da ging auch ein Bild unglaublich krass durch die Decke, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu. Ja, aber mittlerweile, das ist jetzt in China gewesen. Ja. Da sind wir auf so eine Reisfarm quasi, haben uns da quasi hinschaffen lassen. Und das Foto ist jetzt hier aus einer Seilbahn herausgeschossen. Aber ich fand das vom Motiv her super schön, weil gerade dieses Dach hier genau in der Mitte fast diese Mitte bildet. Ja. Und dann der Weg hier lang geht. Also irgendwie hat mir das Bild halt gut gefallen. Ja. Das hier zum Beispiel ist in Shanghai. Das ist auch alles mit der 2405 fotografiert. Und das sogar freihand. Also durch die Bildstabilisierung kann man hier auch, ich glaube, eine Zehntelsekunde lang belichten. So, auch wieder in China gewesen. Hier konnte man tatsächlich langlaufen. Also man kann hier den Weg hochlatschen. Hier sind so Treppen, dann kann man hier so rum. Hier stand tatsächlich ein Geländer, das habe ich wegretuschiert. Ja, aber so sieht es ja auch ein bisschen schöner aus, muss man ja fairerweise sagen. So, ich glaube, hier ist nochmal ein Bild. In die Halong Bay. Genau, bei Toulong Bay. Es gibt auch noch die Halong Bay, das ist so ganz typisch für Vietnam, da kann man so mit so einem Schiff sich stark betrinken und da lang schippern. Und diese bei Toulong Bay ist ein bisschen ruhiger und, glaube ich, für uns ältere Menschen gut geeignet. Für uns ältere Menschen. Ja, ich bin ja mittlerweile auch schon bald 40, also ich muss jetzt auch nicht mehr auf ein Partyschiff da bis nachts feiern gehen, ja. So, hier ist zum Beispiel dieser Mount Kinabalu. Da sind wir auch bis ganz nach oben, also bis da hoch. Wow. Das hat 2 Tage gedauert, da hochzukommen. Wahnsinn. Ja, und deswegen, also wenn man da noch ein Stativ bei hat und noch 3 Wechsellinsen und 10 Akkus, dann, nee, also hier ist wirklich eine Kamera dabei gewesen und ein Stativ. Aber das war eigentlich schon zu viel. Also ein Stativ war ein bisschen unbequem, auch wenn es nur 1 Kilo gewogen hat. So sieht es denn da oben aus. Also man ist auch quasi tatsächlich über den Wolken. Aber so beschwerlich, also man kriegt es ohne Bergsteigerausbildung und viel Erfahrung. Ja, hin. Also was man braucht, ist Kondition und Durchhaltevermögen, aber das kann grundsätzlich jeder schaffen. Okay. Ja, aber die Touren sind alle geführt, das heißt, man kann nicht alleine hoch, weil, ja, ich glaube, das ist dort so eine Sache bei denen. Da gab es auch mal ein Erdbeben, da sind ein paar Felsen abgefallen, da sind auch Leute gestorben damals. Und seitdem ist, glaube ich, alles nur noch mit Guide zusammen. Ja, ja. Aber das waren 4092 Meter bis nach oben. Und man sieht ja auch, man ist über den Wolken. Also hier unten dieser Schleier ist über den Wolken. Da ist die Luft schon ein bisschen dünner. Und es ist auch saukalt. Also man wandert quasi beim zweiten Tag in der Nacht los, damit man zum Sonnenaufgang oben ist. Und es ist einfach nur bitterkalt. Ja, also das ist unglaublich, wie kalt es da oben ist. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen gezittert, als ich das Bild gemacht habe. So, was haben wir hier noch? Tat Phane, das war in Laos. Mitten im Wald ist einfach ein Loch und da läuft so ein Wasserfall raus. Geil. Mega cool. Und direkt nebenan ist so ein Coffee-Resort, wo man auch selber Kaffee rösten kann. Kann ich jedem mal empfehlen. Da muss man auch nicht hinwandern. Da kann man ganz bequem mit dem Motorroller ranfahren und 2 Minuten später steht man an dieser Aussicht. So, was haben wir hier noch? Das ist in Norwegen entstanden. Das ist jetzt, glaube ich, vor 3 Jahren gemacht worden. Und hier sieht man eigentlich ziemlich gut, was das 2405 für eine Freistellung hat. Ja, also das ist hier, hier ist wirklich scharf, hier hinten wieder unscharf, hier vorne unscharf. Damit kann man schon schön rumspielen, trotz 4er Blende. Mhm. So, was haben wir hier noch? Genau, das sind Dünen in Kasachstan. Also wer noch nie in Kasachstan war oder jemals daran gedacht hat, nach Kasachstan zu reisen, soll es doch mal versuchen. Dieses Land ist unglaublich beeindruckend. Also sei es von den Landschaften her, sei es von der Gastfreundlichkeit her, vom Essen, von den Preisen. Das ist echt ein Top-Reiseziel und völlig unterbewertet, glaube ich, in der
aktuellen Welt. Also keiner weiß, dass Kasachstan so schön ist, wie wir es da gesehen haben. Nicht schlecht, guter Tipp und ist auch sicher. Ja, also ich habe mich dort sicherer gefühlt als in Mexiko. Ja, Mexiko ist aber auch echt ein Pflaster, Halleluja. Ja, in Mexiko sind, glaube ich, die einzigen Kriminellen die Polizisten. Ich sage es immer. Und vor den Leuten hatten wir echt mehr Angst als vor allen anderen. Und ja. Das hat sich dann auch gleich mehrfach bestätigt in Mexiko. Ja. So, Equipment? Ja, euch? Stimmt, da wollte ich mal mit dir drüber reden. Für euch also, ein bisschen interessant, ja. Du hast dasselbe Objektiv, dieselbe Stativ wie ich, das sehe ich gerade. Geht so, das Traveler? Geht so, und zwar, ja, mega. Ja, habe ich immer noch, das muss jetzt schon fast 10 Jahre alt sein. Und sieht mittlerweile auch danach aus, als ob es 10 Jahre alt ist. Aber es ist super cool. Es ist aber ist das Carbon, ne? Genau, es ist sauleicht. Ja, genau. Kugelkopf, Wasserwaage. Also ich bin damit mega zufrieden gewesen und immer noch. Das ist total geil, ja. Hier siehst du, dass ich einen Meter-Bounce-Adapter dran habe. Ja. Das liegt daran, dass ich ja vorher auf Canon fotografiert habe, in den ganzen Clubs immer. Und ich habe halt noch alle Objektive von Canon. Und die wollte ich mir auch nicht mehr so viel neu anschaffen, weil ich ja auch immer weniger fotografiere. Daher auch einfach den Allrounder 2405. Und du hast gerade gesagt, du hast den Meta-Bounce und das geht immer noch stressfrei und schnell genug. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt deutlich langsamer ist, aber in meinem Bereich der Fotografie brauche ich jetzt nicht die Hardcore-Fokusgeschwindigkeit. Ja. Von daher klappt es sehr gut mit dem Meta-Bounce. Und ja, also, alle Linsen halten da dran und funktionieren so, wie sie sollen. Was hast du, deine Kopflampe noch? Ja, das ist so eine Taschenlampe zum Wandern, damit man, wenn man mal in seinen Rucksack kramen muss, auch Licht hat. Da habe ich meistens im Dunkeln dann noch eine Lampe dabei, weil die schönsten Fotos in den Landschaften macht man ja nicht mittags um 12, ja, sondern morgens und abends. Und morgens ist es halt dunkel, wenn man zu dem Spot hinläuft. Und genauso, wenn man abends die Fotos macht, ist es dunkel, wenn man vom Spot zurückkommt. Also brauchst du eigentlich immer eine Lampe. Ja, das Objektiv, das kleine, das sieht so ein bisschen nach Fischauge aus oder nach Superweitwinkel oder so. Genau, so ein Superweitwinkel, das habe ich auch gar nicht mehr. Ich musste mal schauen, welches das überhaupt ist. Ich glaube, ein 10 mm oder sowas, ja. 12 vielleicht von Samyang. War dann mehr so für die Astrofotografie. Ich wollte unbedingt mal so die Milchstraße fotografieren und das konnte man mit der Linse extrem gut machen. Welche Kamera hast du? Mit welcher Kamera arbeitest du im Moment, deine Hauptkamera? Die A7R2. Die immer noch die 2? Ja. Oh, bisher. Ich weiß, es ist schon ein bisschen Museumcharakter mittlerweile. Quälst dich dann aber 2022 auch ordentlich. So, mit Metabunds und Mark II. Aber gut, jeder wie er will. Ich würd sagen, vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren hat man auch gute Fotos geschossen und hatte noch viel weniger gutes Equipment als jetzt. Ja, du. Das kommt, glaube ich, am Ende nur so, ja, natürlich kommt es auch auf Equipment an, aber das Equipment funktioniert 1A und ich habe jetzt bestimmt auch schon meine 300.000 Auslösungen damit gemacht und ich traue ihr auch noch ein bisschen mehr zu. Von daher bleibt die noch ein gutes Stückchen bei mir halten. Und wenn sie das macht, was du brauchst, ist doch mega, mega gut und mega fein. Also. Absolut, ja. Und ich kann jedem empfehlen, der so auf Landschaftsfotografie sich dafür interessiert, nimm auf jeden Fall ein Messer mit. Kann man immer gebrauchen. Es gibt so oft Momente, wo man nochmal was reparieren muss oder was basteln muss, damit was anders hält oder was im Weg ist, vielleicht weg muss. Und da ist dann so ein Messer tatsächlich immer eine gute Hilfe. Genauso wie. Aber das ist ein Multitool, oder sowas? Ja, ist da ist auch so ein Schraubendreher dran und ein, glaube ich, so ein kleiner Imbusschlüssel fürs Stativ. Dann hast du ein altes Telefon noch. Hey, das Foto ist ja auch alt. Damals war das aktuell. Ja, genau. Also das ist ein iPhone 3? Ich glaube, das könnte ein Dreier sein, ja, genau. Mit einer Powerbank dahinter. Ja, natürlich. Ja, wenn man da 2 Stunden im Dunkeln sitzen muss und wartet, dann spielt man natürlich am Handy noch ein paar Sachen. Ja. Und da braucht man immer Strom, ja, sei es für die Rückreise, um nach Hause zu finden. Also wenn man da Strom alle geht, ich habe da auch so ein bisschen so eine nervöse Ader. Ja. Also wenn der Akku nur noch halb voll ist, dann... Ach. Dann, jetzt muss man schon mal aufladen. Ich kenne das. Aber ich habe mir jetzt das Pro Max geholt und da werde ich kaum leer mit dem Ding. Also das ist schon. Ich habe noch ein Bild, wovon ich unbedingt berichten möchte, weil das war so mein Start in die Instagram-Welt oder Instagram-Welt. Ja. Das ist dieses Bild. Und wo ist das? Das war in China. Der Ort heißt Changjiechi. Wer will, kann ich demjenigen auch nochmal den Link schicken oder den Ort benennen, weil
den gibt es eigentlich so gar nicht. Es gibt quasi den Changjiang National Park, da stehen so diese Avatar-Felsen. Ich weiß nicht, ob man das schon mal gesehen hat. Aber dieser Ort ist dort in der Nähe, aber da kommt man eigentlich gar nicht hin. Aha. Und das war eine echt coole Story eigentlich, wie ich zu diesem Foto gekommen bin. Wir haben gerade eingecheckt in einem Hotel in diesem Ort Changjiang. Und die Frau an der Rezeption hat uns gefragt, dass der Hotelmanager uns gerne kennenlernen möchte. Und ja, wir wussten ja gar nicht, warum. Ja, und haben dann herausgefunden, dass der Hotelmanager unglaubliches Interesse an Deutschland hat. Also der fuhr auch ein VW, der sammelt Telefunken, Radios, also alles, was aus Deutschland kommt, findet er erstmal grundsätzlich interessant. Und der hat uns eingeladen zu einem Campingausflug. Wir sind gerade erst im Hotel angekommen, wir sind ja noch nicht mal im Zimmer gewesen, hat er uns schon eingeladen. Und wir waren anfangs natürlich auch ein bisschen skeptisch, ob wir denn da mitgehen sollen, aber letztendlich, ja, was haben wir denn zu verlieren? Ich meine, das ist ja, dem gehört ja das Hotel, also kann es ja nicht so schlecht sein. Und ja, dann sind wir mit dem tatsächlich auf Reise gegangen. Der hat alles organisiert, der hat Zelte gehabt, der hat Essen gehabt, der hat eine Dolmetscherin organisiert, weil er spricht weder Englisch noch Deutsch. Und dann sind wir quasi da, ich weiß nicht, so 4-5 Stunden hingefahren in diesen Ort und haben dort die Ureinwohner besucht, die dort in den Bergen wohnten. Aha. Und die haben uns dann zu diesem Ort mitgenommen, mussten wir auch stundenlang durch diesen Dschungel da latschen. Und auf einmal stehen wir vor diesem Teil, ja, und ich fand es einfach unglaublich, wie diese Perspektive da zustande kam. Und ja, dann habe ich mich selbst fotografiert, da in Rot, und dieses Foto dann bei Instagram gepostet, und ich fand es ja selber schon cool, ja. Und dann wurde das gepostet, und zwar von Beautiful Destinations. Das ist jetzt mittlerweile einer der größten Travel-Accounts, die es, glaube ich, auf Instagram gibt, mit irgendwie 20 Millionen Follower oder 25 Millionen. Aber die hatten damals 2,6 Millionen. Oh. Weiß ich noch genau. Und das, ich musste mein Handy ausmachen, oder? Also hat die ganze Zeit gepiept, kommentiert, geliked, gefolgt, und es hat gar nicht mehr aufgehört. Also es war wirklich, als ob das Telefon kaputt ist, kamen die Nachrichten rein die ganze Zeit. Und ja, musste ich dann erstmal ausschalten über Nacht. Also das war echt krass. Ja, und seitdem hatte ich dann auf einmal knapp 20.000 Follower von einem auf den anderen Tag. Und ja, seitdem ist es aber auch mal wieder weniger geworden, weil natürlich nicht viel neuer Content kommt. Also ich kann gar nicht so viel so gut fotografieren, wie es die Content-Creator da draußen machen. Ich habe ja leider noch einen Job, ja, auch wenn es in einer Fotografenagentur ist. Aber ja, so viel reisen kann ich halt einfach nicht. Oder? Ja, aber es ist, weißt du, ich finde es auch schön, dass es so einen magischen Ort gibt, der irgendwie nicht so getaggt ist, sondern ich sehe das ja schon, dass da 20 Drohnen jeden Tag durch das Loch fliegen da irgendwie. Ja, deswegen, vielleicht sollte sowas auch ein bisschen geheim bleiben, wo das ist. Ja. Aber ja, da ist aber auch niemand, den es stören würde. Also da ist weit und breit kein Mensch. Aber es ist auch weit und breit kein richtiger Weg dort gewesen. Also wir sind wirklich durch den Wald durchgelaufen, stundenlang, und ich wusste schon gar nicht, warum ich da überhaupt hin muss. Aber ja, hat sich da am Ende dann doch megamäßig gelohnt. Hast du irgendwie mit dem Handy nochmal getaggt, GPS-mäßig, dass man es mal finden könnte? Ich glaube nicht, nee. Also ich kann nur so ungefähr sagen, wo es ist. Aber ich kenne das Hotel natürlich noch. Ich habe auch einen Reiseblog, phototravelnomads.com. Da habe ich versucht, all meine Reisen auch niederzuschreiben, so mit ein paar regionalen Tipps. Und da findet sich auch das Hotel wieder. Und der Marc, der heißt wahrscheinlich gar nicht so, aber er nennt sich so, der Hotelmanager. Wenn man da aus Deutschland kommt, ich glaube, da hat er gleich große Ohren und großes Interesse. Schön. Auch ein ganz lieber Kerl. Hat uns super gefallen, der Trip. Chinesische Gastfreundschaft. Wie viel hast du da noch dran bearbeitet? Weißt du das noch? Also das ist jetzt ein HDR-Foto. Ja. 5er Belichtungsreihe. Die habe ich zusammengefügt und ja, dann haben wir noch ein bisschen was an den Farben gemacht, ein bisschen grün und blau, Sättigung erhöht. Ich bin ja jetzt auch nicht der ganz krasse Editor, also viel mehr war es dann auch nicht. Hm. Ja, ich glaube, Sättigung, grün, gelb, ein bisschen blau, Luminanz im Blaubereich ein bisschen nach unten gezogen, dass der Himmel noch ein bisschen krasser kommt, und dann war es das auch schon. Du bist jetzt recht lang dabei. Ich will noch gar nicht so abbiegen in die Zielgeraden. Wir haben noch 9 Minuten. Deswegen kommt die Frage immer am Ende von mir. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, die letzten 10 Jahre, 15 Jahre,
die du fotografiert hast oder in dem Business unterwegs bist. Was würdest du sagen, was war der Fehler, aus dem du am meisten gelernt hast? Der Fehler, aus dem ich am meisten gelernt habe. Ja. Also ich muss sagen, ja. Also ich muss sagen, es ist jetzt nicht die direkte Fehler gewesen, aber es war auf jeden Fall der richtige Weg, es einfach zu machen. Ja, also das ist einfach, viele Fotografen, die sich bei mir immer melden und sagen so, hey, wie hast du es geschafft? Wie bist du denn überhaupt an die Jobs rangekommen? Ja, einfach machen. Ja, also wichtig ist, dass man erstmal Bilder schießt und den Leuten davon erzählt und zeigt. Kein Fotograf sagt, er ist Fotograf und kriegt sofort Aufträge. Man muss immer seine Bilder zeigen, seine Werke. Und es gibt immer jemanden da draußen, der das gut findet. Und wenn keiner da draußen ist, der von dir weiß, dann wirst du auch nie Aufträge bekommen. Und da ich in diesem Party-Business so viel unterwegs war, habe ich auch so viele Leute kennengelernt und habe quasi mit so vielen Leuten gesprochen, dass ich ja auch Bilder schieße. Und dadurch kam immer eine Kommunikation zustande, immer ein Gespräch, immer ein Kontakt. Ich habe bei Facebook 5.000 Facebook-Freunde irgendwann gehabt. Natürlich wussten die jetzt nicht, wann ich Geburtstag habe oder irgendwas. Aber hey, die wussten, dass Nils Krüger Fotograf ist und den rufe ich jetzt einfach mal an oder ich schreibe ihm eine Nachricht. Mhm. Und so hat es damals extrem gut funktioniert, sich zu vernetzen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den jeder Fotograf unbedingt gehen sollte. Ja? Vernetzen, mit Leuten reden, zeigen und einfach machen. Nichts ist schlimmer, als wenn man zu Hause ist. Ich sage immer, Fotografie ist ein Kontaktsport. Ja. Das unterschätzen viele. Ne? Und ich habe ein bisschen, ich sag mal, du und ich, wir kommen jetzt noch aus einer Zeit, wir wissen noch, als Facebook sozusagen das erste Mal nach Deutschland kam und StudiVZ abgelöst hat. Ja, ich habe damals auch in den ersten 2, 3, 4 Jahren viele Follower gesammelt. Das ist heute ungleich schwieriger, glaube ich, weil auch viele sich aus den sozialen Medien immer mehr zurückziehen. Also gerade bei Facebook, bei Instagram mag das nicht. Geht mehr ins Video. Auch Instagram hat ja mit Ansage oder geht ja mit Ansage nach vorne und sagt, wir werden nicht mehr lange Fotoplattform bleiben, sondern wird immer mehr ins Videobereich gehen. Wie siehst du denn so den Zukunftsmarkt, was die Partyszene oder überhaupt die Fotografie angeht? Ich meine, du hast ja besser als andere einen Überblick, was die Kunden so wollen. Wie lange wird das noch gut gehen mit uns? Also wie lange werden wir als Fotografen noch zu tun haben? Ich hoffe, es wird noch eine große Weile so weitergehen, natürlich. Aber wir merken natürlich auch, dass die Interessen der Kunden sich ändern. Sie ändern sich nicht schnell, weil es ist gelernt, dass man Fotos braucht von einem Event, sei es zur Dokumentation, sei es für Pressearbeit, sei es für Printprodukte, die es nach wie vor noch gibt, oder für Newsletter-Themen wird immer Bildmaterial gebraucht. Aber es ist natürlich auch immer mehr im Videobereich. Und sei es jetzt ein kleines Recap-Video von einem Event oder einfach für eine Story, die wir dann quasi filmisch begleiten, dass der Kunde eine Story posten kann. Natürlich, die Anfragen gibt es immer mehr. Wir haben auch einen Videobereich, der zunehmend größer wird. Da sind jetzt aktuell so 70 Kameraleute bei uns in Deutschland unterwegs. Das ist ein Markt, der wächst und der wächst natürlich stetig und da sind wir auf jeden Fall mit dabei. Und das ist, glaube ich, nicht verkehrt, wenn man als Fotograf die Videofunktion an seiner Kamera schon mal kennen würde. Ja. Weil, die meisten Kameras nehmen 4K auf oder zumindest Full HD. Damit kann man schon coole Sachen machen und das ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Ja, wenn man gut fotografieren kann, versteht man auch das Thema Video relativ schnell. Natürlich sind dort die Arbeitsabläufe komplexer. Man muss Videos schneiden, Musik hinterlegen und etc. Aber man muss ja nicht alles selbst machen. Dafür gibt es ja dann auch Leute, die heißen dann Cutter und Videoschnitt. Und da kann man natürlich sich Fähigkeiten auch dazu holen. Ne? Man kann ja auch als ein Team auftreten. Und innerhalb der Fotografie, was würdest du sagen, in welcher Branche der Fotografie, also Porträt, Event, Babybauch, you name it. Siehst du denn das größte Potenzial? Vielleicht auch Reisefotografie oder Architektur oder? Also du meinst jetzt in Bezug auf Offenblende oder in Bezug auf allgemein? Allgemein, ja, auf Offenblende. Ihr werdet immer, ich glaube, dass du so klug und flink bist, dass du jede Lücke im System sofort entdeckst und da. Na, jede Lücke vielleicht nicht. Wir wollen ja auch nicht jede Lücke schließen, aber es wird jeder Bereich natürlich erhalten bleiben. Also Newborn, es gibt immer Babys, die fotografiert werden wollen. Also wenn die Eltern wollen, dass da Fotos gemacht werden. Hochzeitsfotografie ist auch ein Markt, der immer dabei sein wird. Das wird sich die nächsten Jahre auf jeden Fall nicht ändern. Ich glaube, das ist sogar noch viel krasser geworden. Die ganzen Destination-Wedding-Fotografer mit ihren Filtern. Die Kundschaft geht da total darauf ab. Die Standardfotos mit Blende 8 bei Sonnenschein, die will keiner mehr sehen.
Und es ist super wichtig, dass man da einfach abliefert. Ja. Und im Eventbereich natürlich, ich hätte vor 2 Jahren niemals gedacht, dass das ein Markt ist, der mal so einbricht, wie wir es zu Corona erlebt hatten. Aber im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Und Immobilienfotografie ist auch immer im Kommen. Es werden immer Häuser gekauft und verkauft. Jetzt kommen wir mit der Fotografie natürlich so ein bisschen in Bedrängnis durch die ganzen virtuellen Touren, die ja auch sehr gut sind und auch den Zweck so ein bisschen in eine andere Richtung lenken. Aber an für sich ist es eigentlich bisher nur eine Ergänzung gewesen. Mhm. Und keiner hat da darauf verzichtet. Du siehst also die Fotografie sehr lebendig und mit viel Potenzial auch in Zukunft. Du hast gerade gesagt, Video wird ein Thema sein. Was wünschst du dir denn von so einer von den neuen Sony-Kameras? Gibt es da irgendeine Funktion, wo du sagst, das wäre geil, wenn die das könnte? Halbe Preise wäre gut. Aber das sagt bestimmt jeder, oder? Also da. Ja, ich glaube jetzt gerade mit den Lieferschwierigkeiten, Chipmangel und so, ich glaube, dass wenn du jetzt noch die Preise halbieren willst. Ja, nee, das ist auch nur ein Spaß am Rande. Also der Technikmarkt, der ist natürlich gigantisch, was da so passiert jedes Jahr. Und Sony ist da immer ganz vorne dabei. Und ich war damals ein Riesenfan und ich bin es immer noch von dem Sensor, der da verbaut ist bei der Alpha 7. Der Alpha 9 ist sogar noch besser. Der Fokus ist noch extrem viel schneller geworden. Das ist ja der Wahnsinn. Also als Sportfotograf, da muss man eigentlich auf Sony setzen. Und das merkt man. Also das ist ein Kracher. Ne? Das stellt sich auch immer scharf, egal in welcher Situation. Und das Fotografieren ist dadurch auch so viel einfacher geworden. Was habe ich damals mich geärgert, wenn ich einen ausgebrannten Himmel hatte? Das ist ja heute mit diesem Dynamikumfang alles nur noch ein Kinderspiel. Ja. Ich habe das heute gemerkt. Du. Ich habe den ganzen Tag auch hier riesen Shooting gehabt, riesen und dieser Augenautofokus alleine. Was für ein Traum. Was habe ich da früher gehühnert? Und dann auch, jetzt sagst du, ach komm, wir laufen mal ganz schnell und so. Und trotzdem, und der Fokus klebt im Auge. Also es hat echt meine Art zu fotografieren so dermaßen verändert. Ja. Die Technik, muss ich sagen. Und ich bin echt gespannt, was da noch so kommt. Ach, da kommt so einiges. Wir haben ja auch immer Projekte hier am Start, die wir noch so ein bisschen ausprobieren wollen. Wir arbeiten zum Beispiel gerade an so einer Bildspeicherlösung für die Fotografen. Klar, jeder kennt die ganzen Wettbewerber da draußen, wo man Bilder hochladen und wegverschicken kann. Ja. Aber das ist für uns alles noch nicht stylisch genug und noch nicht schnell genug. Und da arbeiten wir jetzt an einer eigenen Lösung. Und mal gucken, was dann so die Zukunft bringt. Ja. Wir wollen das ja so ein bisschen 2- und 3- und 4-gleisig aufstellen, dass wir, wenn mal Corona kommen sollte wieder oder irgendein anderer Virus, was auch immer, ganz alle nicht hoffen, dass wir da einfach gut am Markt positioniert sind, dass wir das ausgleichen können. Mir ist ja auch wichtig, dass ich meine festen Mitarbeiter auch durch so eine schwierige Zeit durchbringen kann, weil wir haben echt ein gutes Team aufgebaut. Die letzten Jahre sind toll gewachsen und haben uns in allen Qualitäten verbessert und wollen natürlich da auch als die Leute halten und uns weiter vergrößern. Ja. Nils, das ist ein tolles Schlusswort gewesen und ich guck mal, ob ich, also ich habe gut zu tun, so ist es nicht, aber ich habe zu wenig in Mecklenburg zu tun. Vielleicht werde ich mal eine Bewerbung an dich losschicken. Und, kannst du gerne tun, hast du ja meine Nummer, ruf mich an. Ich habe deine Nummer, genau. Da werde ich dir einfach mal eine SMS schicken. Nils, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, vielen Dank für deinen Input, für deine Inspiration. Und ich drücke euch die Daumen, brauche ich eigentlich nicht, weil ihr werdet, ich habe es eben schon gesagt, du bist so klug und so dermaßen auf Zack, dass da nichts passieren wird. Ich habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ich werde dich natürlich im Auge behalten und mit Sicherheit werde ich dir bald schreiben, relativ fest. Ein ganz tolles Schlusswort, vielen Dank. Habe mich hier gut unterhalten gefühlt mit dir. Hätten wir gerne noch mal eine Stunde länger machen können, glaube ich. Ja. Ach du, wer weißt du. Ich hoffe, die da draußen, die da zugeschaut haben, wir haben euch nicht gelangweilt. Würde mich freuen, von euch zu hören. Also euch einen schönen Abend noch. Und dankeschön, Nils. Bis nächstes Mal. Ne?